Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Shadow Complex Remastered. Ja, wer die Video Game Awards gesehen hat, der weiß, das Ding ist bis zum 31.12. für PC-Nutzer volle für Nulle. Das könnt ihr also dementsprechend downloaden. Da gibt's einen Epic Mega Games Launcher. Na, braucht man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt, um noch mehr Schrott auf seinem PC zu haben, aber egal, dafür kriegt ihr das Ding hier auch für lau. Das Original 2009 hat, was weiß ich, irgendwie richtig, richtig abgerockt und mehr als irgendwie Karriere gemacht in dieser Indie-Szene. Ich bin ganz ehrlich, ich fand das nicht so wirklich Kult, aber ist egal, wir gucken uns das mal an. Nächstes Jahr kommt es dann auch für die PS4 und für die Xbox One. Lustig ist, dass das eigentlich ein Microsoft Studio Game ist. Und sowas kommt jetzt auf die PS4? Naja, ich musste dann doch schon ein bisschen grinsen. Egal, wir gucken uns das einfach mal an. Wir machen das Hauptabenteuer und weil ich wirklich null Ahnung habe, weil ich auch wirklich null Erinnerung habe an dieses Ding, machen wir es auf leicht. Das ist der Controller, den ich in der Hand habe. Ganz toll. Ich spiele das Game mit Controller. Total selten übrigens. Aber jetzt kann ich erstmal die Klappe halten, glaube ich. Colonel Sam Dallas hier, Pentagon, bitte melden. Wir hören Sie, Colonel Dallas. Gehen auf sicheren Kanal. Blindangriff der Stufe 2 läuft. Die Truppen sammeln sich in der 17. Straße und Constitution Avenue Northwest. Bin unterwegs. Ermitteln Ihre Position. Legen Sie sich nicht mit dem Feind an. Verstärkung kommt. Ich habe Ihnen eine Ihrer Waffen gestohlen. Ein Kampfanzug. Mit dem werde ich Ihnen das Maul stopfen. Der Geheimdienst ist schon vor Ort. Ich wiederhole, nicht angreifen. Keine Sorge, ich weiß, worauf ich schieße. Ja, sicher tun wir das. Und ihr werdet gleich auch ein paar Elemente wiedererkennen, die ganz lustig sind. So, wir machen mal eben, komm, wir boxen nicht mal eben weg. Wir machen mal eben das Call of Duty Zielschießen. So, du guckst auch nochmal doof. So, hier war glaube ich noch oben einer, genau. Hab ich beim Sound check gesehen, so. Jetzt machen wir mal einmal hier, was Bruce Willis kann. Kann ich auch. So, triffst eh nicht. Ich habe als Snake so viel Heinz runtergejagt. What's next? Ah, das war schon. Pentagon, hier ist Dallas. Ich höre, Colonel. Ziele neutralisiert. Vizepräsident in Sicherheit. Glauben Sie? Moment. Was? Was soll das? Die Hilflosigkeit, die Sie fühlen? Ein Überbrückungsmechanismus, den wir in Ihre Rüstung eingebaut haben. What a surprise. Lucius! Glauben Sie, wir hätten das nicht geahnt? Wenigstens ist der Vizepräsident sicher. Naja, man sagt so, ne? Meinen Sie diesen Vizepräsidenten, den der Vereinigten Staaten? Nicht wirklich. Dammt! Wenn es Ihnen hilft, Sie sind nicht das einzige Bauernopfer heute. Das da draußen ist ein großes Schachbrett. Leben Sie wohl, Colonel. Tja, jetzt geht's los. Das mal geladen und wenn ihr gleich ein bisschen was seht, dann werdet ihr auch das Konzept dieses Komm, Games Jason, erkennen. Komm, Jason, mir nach, du Schnarchnase. Jason? Jason, wo... Hey, süßes Ding. Wie hast du das gemacht? Ninja-Training. Ja, klar. Sagtest du nicht neulich, du könntest mit mir mithalten? Du hast mich angebaggert. Ich hätte alles gesagt. Gut, dass du so schöne blaue Augen hast, Süßer. Gut, komm in 20 Sekunden nach. Keine Angst, das wird spaßig. Ja, sagt das Mädchen, das diese Höhle als Kind erkundet hat. Das wird schon. Hat auch einen ganz smoothen Gang drauf, fällt mir gerade auf. Ich glaube, noch smoother und du wärst ein Rapper, glaube ich. Naja, wir könnten wieder Witze machen über die Synchronisation, aber... So. 18, 19 und 20. Ja. Mach hin. Bist du da unten, Claire? Wir gucken einfach mal nach. Claire, ich komme runter! Claire? Schon kriegt man Achievement, dass man die Taschenlampe anmachen kann. Ha! Willkommen in der wunderbaren Konsolenwelt. Perfekt. Ja,
komm, geh du mal durch die Höhle. Claire, das ist nicht lustig. Claire! Ach, geht so. Können wir ein bisschen Sightseeing machen. Wenn ich deine Sachen tragen soll, hättest du es einfach nur sagen müssen. Okay, Claire, das reicht. Können wir natürlich auch klettern. Ist klar. Wenn man sagt, wir haben einen Kletteranzug, dann können wir überraschenderweise auch klettern. Ich glaube, damit wären wir aber auch schon drauf gekommen. Wer hat hier tatsächlich einen Fußboden verlegt? So. Sprinten. Ah, geht doch. Also es hat eher ein bisschen was von, naja, Flashback Another World. Was zum... Ja, mach doch mal. Verschlossen. Ja. Lass mich los! Ah, ihr Schweine! Hör auf zu jammern, wenn du nicht als Wurmfutter enden willst. Lass mich los! Ich habe nichts getan. Zentrale, hier spricht Echo 7. Wir sind unterwegs zu Sektor B5. Bereiten Sie ein Verhör vor. Was ist denn hier hoch? Das ist mir alles ein bisschen zu viel. Das habe ich gesehen. Dann gehen wir einfach mal rein. Ja, ja. Ich bin da, ich weiß. Was wohl dort oben ist. Ich sollte später wiederkommen. B5? B5. Verstanden. Wir können aber auch einfach mehr irgendwie an dem Ding da rumfummeln, natürlich. Klar. Muss wohl rennen, um der Kamera auszuweichen. Ja, dann machen wir das. Dafür haben wir ja auch einen Run-Button. Verschlossen. Okay. So nicht. Na, gehen wir noch mit sicher. Was? Muss doch mit Sicherheit dann durch. Hm. Ja, das ist mir schon klar. Okay. Irgendwas, was ich hier noch machen könnte? Einfach, dass wir mal irgendwie durch die Gegend rennen. Gespeichert. Bravo. Was haben wir denn hier für schöne Sachen? Das brauche ich nicht. Hm. Irgendwas, was man so schönes hätte haben können. Kannst du nicht dran rumspielen. Das ist mir schon klar. Naja, du kannst nicht mal. Da kann ich nicht hin, ne? Das ist kein Weg. Okay. Machen wir erst das. So. So. Kann ich da reinleuchten? Ja, das ist wahrscheinlich nicht ohne Grundgelb. Dann geh du da mal rein. Ja, setz die mal einfach hin. Wenn wir Zeit. Sag mal, willst du mich? Ah! Natürlich, das einfachste der Welt. Nicht nach oben, sondern nach unten. So. Ich möchte irgendwas machen, aber ich kann hier hin. Mann, wo ist sie? Das werden wir gleich wahrscheinlich gleich sehen. Oder auch nicht.
Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ah, okay. Besonders leise zu sein. Also Stealth sozusagen. Weil sowas käme ja nun gar nicht aus. Na, mal gucken. Ihr könnt ja mal entscheiden, ob ich da mal ein bisschen mehr von zeigen soll. Ich werde jetzt mal einfach so die obligatorischen 15 Minuten machen. Wir wissen, dass du eine Spionin bist. Für wen arbeitest du? Ich sagte doch, ich bin Claire Duncan, Anthropologiestudentin. Ich... Nein, Claire. Ja, guck ruhig zu, also. Hier Kommandoleitung. Wie geht's unserer Besucherin? Sie ist bockig, Sir. Dann soll Mr. Sweet sie verhören. Bringt sie zum Hubschrauberplatz. Ja, Sir. Du willst nicht zum Militär? Du hast dein ganzes Leben dafür trainiert. Du hast mich trainiert, Dad. Es ist ein Unterschied. Ich bin nicht du. Ich will niemanden töten. Beim Soldatsein geht es nicht ums Töten. Das weißt du. Es geht darum, für etwas Größeres zu kämpfen. Ja, aber damit kann ich nicht umgehen. Eines Tages wirst du etwas finden, für das es sich zu kämpfen lohnt. Dann wirst du deine Meinung ändern. Ja. Du musstest recht behalten, was, Dad? Ja. Wir haben endlich eine Waffe. Oh, oh, Geschützturm. Ja, und? Tschüss. Ruhe. Okay, das ist der wahrscheinlich der unauffällige Hinweis, dass ich da hin muss. Hallo. Bin unterwegs. Halt durch, Claire. Ja, habe ich vor. So. Wahrscheinlich auch auf die Karte gucken, ne? Aber das ist mir natürlich, ihr kennt mich ja, viel zu einfach. Das kann ja jeder. Der Heliport. Das ist mir schon klar. Ah. Bin natürlich wieder total falsch abgebogen, wie sich das gehört. Bing. Soll sie mal ein bisschen durchhalten. Ja, ja. Hab ich verstanden. Naja, gut. Ihr habt aber, glaube ich, auch einen Eindruck von diesem Game erhalten. Ich will euch jetzt auch nicht zu viel zeigen. Weil, ja, vielleicht halte ich das doch mal für 2016 mal. Im Auge. Aber bis jetzt für die Leute, die das also haben wollen. Und es gibt jetzt wahrscheinlich auch keinen Grund als PC-Nutzer das nicht haben zu wollen, weil es ist für lau. 31.12. Alle wichtigen Links sind in der Beschreibung und dann zieht das mal runter. Und für die anderen One- und PS4-Besitzer 2016 habt ihr das Ding auch. Aber mal gucken. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Bis dann. Tschüss.